Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten oder News, wie auch immer. Ist ja egal. Das Format nennt sich Was geht ab? Ja, was geht hier ab mit mir, mit meiner Werkstatt, mit meinen Maschinen drumherum? Ja, dazu werde ich auf jeden Fall kommen. Fangen wir auch direkt schon mal mit dem ersten Thema an. Und zwar wisst ihr ja, ihr kennt ja diese eine Wand hier, wo früher meine ganzen Zwingen hingen. Das sah alles natürlich vorher etwas anders aus. Es sah natürlich schön aus, wenn die alle schön nebeneinander hängen. Man hat ein gesamtes schönes Bild. Aber darum geht es hier in der Werkstatt nicht, sondern es geht darum, dass es auch funktioniert. Es hat funktioniert, aber es war halt umständlich, da ich hier immer meine Tischkreissäge stehen habe. Wenn ich an Zwingen dran muss, müsste ich die Tischkreissäge ständig hin und her fahren und das war halt nicht praktisch. Stattdessen habe ich die ganzen Zwingen an diese Wand montiert. Da gehen wir jetzt hin. So, und hier an der linken Seite befinden sich jetzt meine Korpuszwingen plus mit denen hier diese Tempergusszwingen, die ich an der linken Seite habe von der Wand. Und dann kommen wir auch schon rechts bzw. mittig der Wand zu meinen Werkzeugen. Warum ich das Regal jetzt hier hingebaut habe, das mit den Glasschränken, das sah ja sehr schick aus. Allerdings habt ihr sicherlich auch gesehen, dass in diesen Glasschränken eigentlich nicht viel drin war. In einem der Schränke waren ein paar Messmittel, die vor Staub geschützt werden sollten damals. Und es sah halt schön aus und, und. Ich habe damals sehr viel auf Optik Wert gelegt. Aber es hat mir einfach viel zu viel Platz weggenommen, diese paar Werkzeuge bzw. Messmittel kann man auch platzsparender unterbringen. Zurück zu den Kästchen hier. Hier zwischen den kleinen Kästchen habe ich Leisten angebracht. So kann ich die vernünftig führen und habe dasselbe Maß zwischen den Kästchen. So, und es ist natürlich zusätzlich etwas bunt geworden. Ich habe eure Sticker, die ihr mir damals zugeschickt habt, alle angebracht. Es sind natürlich nicht alle. Ich habe drüben die ganzen Multiplex-Fronten beklebt mit euren Stickern, damit, wie gesagt, die Werkstatt etwas bunter ist. Ja, es sind, wie gesagt, ein paar Werkzeuge mit dazugekommen. Ich habe hier so mein Zangensortiment jetzt auch etwas erweitert oder mir neue Zangen besorgt, weil die alten Zangen nicht mehr so gut waren, nicht mehr scharf waren und unbrauchbar. Sie klemmten dies und jenes. Deswegen habe ich mir neue Zangen besorgt. Ich habe hier ein paar Baumarktzwingen, hier habe ich die ganzen Clickclamps von Bessie und auch die anderen Zwingen, die ich von Wolfkraft damals mir selber gekauft hatte. Und die liegen jetzt auch nicht irgendwo in der Ecke rum. Die habe ich zwar auch immer wieder benutzt, aber auch die sollten ihren festen Platz haben und nicht irgendwie von A nach B wandern, weil sie halt seltener benutzt werden. Ich finde, auch diese Zwingen haben es verdient, schön ordentlich an der Wand zu hängen. Vor einigen Wochen war ich auch beim Robert. Spätabends kam ich dann an und sind dann auch direkt in die Werkstatt gegangen, weil nämlich ein paar Schätze auf mich gewartet haben. Unter anderem auch diese Absauganlage von Elektra Beckum. Ich wurde auch schon öfters darauf angeschrieben, wegen dem Filtersack, beziehungsweise es gibt ja diesen Feinstaubfilter-Kartuschen, die man draufsetzen kann. Die wird auch in Zukunft bald irgendwann kommen. So bin ich erstmal zufrieden. Hier befindet sich meine neue Bandsäge, die ich auch damals vom Robert mitgenommen habe. Neben der Absauganlage habe ich noch die Bandsäge mitgenommen. Das war ja eigentlich geplant, im Vorfeld die Bandsäge abzuholen. Aber da kam halt die Absauganlage noch mit dazu. Da kamen noch ein paar andere Sachen mit dazu, die er mir mitgegeben hat. Da haben wir einen schönen ordentlichen Gesamtpreis gemacht. Da habe ich nicht Nein gesagt, habe den ganzen Kram mitgenommen. Er hat ja von allem irgendwie das Drei- und Vierfache und somit hat er dann auch Platz gewonnen in seiner Werkstatt. Ja, ist halt eine kleine, kompakte Bandsäge, mit der man kleinere Dinge machen kann, um einfach auch mal Kurvenschnitte oder Kreise zu schneiden. Die Vorrichtung, die er damals gebaut hat, hat er mir auch noch mitgegeben. Die ist passend für die Bandsäge. Getestet habe ich das Ganze. Und die Absaugung, die funktioniert auch wunderbar. Das Ding ist auf jeden Fall in einem Top-Zustand, denn der Robert hat sich damals, vor einem Jahr ungefähr, hat er sich die Mühe gemacht und hat auch an den Laufrädern die Gummis ausgetauscht. Somit ist das Ding eigentlich im Moment in einem Top-Zustand.
Auch hier sehen wir eine kleine schöne Maschine, die der Robert damals besaß und mir mitgegeben hat. Eine Abrichte, wirklich so eine Mini-Abrichte, die wir dort vor Ort getestet haben. Die funktioniert super, leistet wirklich eine tolle Arbeit. Allerdings, warum ich die jetzt im Moment nicht verwende, weil ich hier keinen Messerschutz habe. Diese Messerwelle, die ist halt frei. Das bedeutet, wenn man da mal ausrutschen würde, wäre das Ganze sehr, sehr gefährlich und man wird mit den Fingern in das Messer gelangen und somit wäre es erstmal vorbei. Dadurch, dass ich jetzt so viele Maschinen dazu bekommen habe, habe ich natürlich wieder mal angefangen aufzuräumen. Das Thema Aufräumen, kleine Werkstatt, Platz schaffen, dies und jenes, ist natürlich nicht nur bei mir der Fall, sondern es ist auch, wie ich gelesen habe, es schreiben mir einige Leute immer wieder, dass die eine kleine Werkstatt haben, wie ich das denn eigentlich schaffe, so viele Maschinen hier in einer 12 Quadratmeter Werkstatt unterzubringen. Es ist nicht ganz einfach. Viele meiner Geräte sind mobil, das heißt auf Rollen. Die fahre ich dann hin und her. Wenn es mal wirklich eng wird, wenn es mal sein muss, muss ich natürlich ein paar Sachen wie meine Tischkreissäge oder meine Bandsäge, diese Dinge, auch meine Werkbank ist auf Rollen. Wenn ich mal ein bisschen hier Platz haben müsste, dann tue ich die ganzen Sachen einfach hin und her bewegen. Dadurch, dass man hier eine kleine Werkstatt hat und Dinge hin und her stellen muss, schaut man natürlich auch, dass man sich von anderen Sachen trennt. Das heißt, alte Sachen, die man vielleicht nicht mehr braucht, wo man vergessen hat, dass man die überhaupt besitzt. Da waren teilweise Dinge bei, die waren für nichts zu gebrauchen. Ja? Ja, meine Frage an euch, was macht ihr? Schmeißt ihr gutes Holz einfach weg? Oder auch mal Maschinen oder sonst was, irgendwas, wo ihr denkt, so kann ich nicht gebrauchen, weg damit. Oder seid ihr eher derjenige, 2-3 Fotos machen, auf eBay Kleinanzeigen vielleicht zu verschenken, abzugeben oder wie auch immer. Ach so, ja genau, bevor ich es vergesse, es hat mir letztens jemand, da war ich im Urlaub und als ich zurückkam, hat mein Nachbar mir gesagt, ich hätte ein Päckchen bekommen. Und zwar von Joe, ja, von Joe, Johannes Braubürger, genau, mit dem Vermerk, danke für deine Videos, ich danke dir, Johannes, und zwar habe ich hier einen Tacker bekommen. Ich habe vor, demnächst vielleicht mal so ein bisschen Upcycling zu machen. Da gibt es einen Stuhl mit einer neuen Polsterung und dies und also mit einer alten Polsterung, was ich natürlich ein bisschen auffrischen möchte. Eine neue Polsterung, neuer Bezug und. Könnte ich natürlich vielleicht auch mit meinem Druckluftnagler machen. Allerdings haut der ja nur Nägel raus. Ich brauche aber Klammern und dafür brauchte ich hier diesen Tacker. Auch hiermit kann man Nägel reinhauen. Ich zeige euch das mal. Hier solche gebogenen Klammern. Sowas hier, die gewöhnlichen Klammern. Und natürlich hier diese kleinen Nägel. Auch dafür ist dieser Tacker sehr, sehr gut geeignet. Johannes, danke für das nette Geschenk. Jetzt möchte ich aber eine Sache noch ansprechen und das ist auch das letzte Thema für heute. Ich habe mir überlegt, sobald ich hier Internet im Keller habe, möchte ich einmal streamen, damit ihr mir eure Fragen stellen könnt live und ich sie dann beantworte. Was jetzt meine Werkstatt angeht, was das Hobby angeht, privat, also persönliche Dinge, was ich gelernt habe, wie alt ich bin und. Die Frage wäre jetzt, wäre das interessant für euch? Hättet ihr Bock darauf? Könnt ihr gerne mal abstimmen, oben rechts in der Ecke. Wenn ihr Bock darauf habt, würde ich das auf jeden Fall machen. Dazu müsste ich natürlich erstmal gucken, dass ich Internet hier in die Werkstatt bekomme. Weil wenn ihr dann sagt, nee, wollen wir nicht, dann brauche ich die ganze Arbeit nicht zu machen, beziehungsweise auch die Kosten könnte ich mir sparen. Es gibt ja die Möglichkeit, über den Stromnetz Internet zu beziehen. Von Fritz habe ich diese Sender und Empfänger. Dieses Teil würde ich gerne einsetzen für die Spezialisten unter euch. Ihr könnt mir vielleicht helfen, wie ich das irgendwie hinkriege. Kann ich mit dem Gerät hier Internet aus meinem Wohnzimmer in den Keller ziehen? Das ist ein Mehrfamilienhaus. Normalerweise müsste das doch gehen. Ist doch der gleiche Stromkreis, oder? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das funktioniert, weil dann brauche ich mir nicht unnötig das Teil zu kaufen. Man kann es kaufen, testen, wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder zurückschicken, das ist mir klar. Aber warum der ganze
Aufwand, wenn ihr mir direkt schreiben könnt, ob das geht oder nicht. Tut auf jeden Fall abstimmen, oben rechts. Dann werde ich mal schauen, was ich mir da alles anschaffen muss. An dieser Stelle würde ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, ja, mit meinem Gequatsche und dies und jenes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Achso, was ich vergessen habe. Im Anschluss gibt es auf jeden Fall noch ein kurzes Video, was ihr euch gerne anschauen könnt, falls ihr Bock habt. Da werde ich nämlich meine Kopfhörer ein wenig aufpimpen. Also, wenn ihr Bock habt, schaut euch das an. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Liebe Freunde, wie ihr seht, ist das Projekt fertig. Ja, es sieht auf jeden Fall schöner aus als Kunststoff, zumindest in Kombination mit dem Schwarz sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.